Hallo und herzlich willkommen zum Subground Talk Podcast, unserem Interviewformat für die elektronische Musikszene und Subkultur. Und heute zu Gast die DJ und ganz bald auch offizielle Produzentin Isabel, kurz Easy und euch bekannt als Katzengold. Wahrscheinlich kennt ihr Easy schon von einem ihrer zahlreichen DJ-Gigs in den Clubs oder Festivals unserer Szene, denn dort legt sie unter dem Namen Katzengold nun schon seit einigen Jahren sehr fleißig auf. Und ich konnte Easy heute in Berlin treffen und sie für uns interviewen. Easy ist seit Day One Berlinerin, hier in Neukölln aufgewachsen und ihrem Kiez bis heute treu geblieben. Die Wurzeln ihrer elektronischen Musikliebe liegen vielleicht bereits im Kindergarten, denn da hat sie Daft Punk mit dem Elektro-Track One More Time so begeistert, dass sie diesen Track Rewind and Repeat als Ohrwurm allen vorgesungen hat. Aber in ihrer Schulzeit hat Isabel dann angefangen, digital immer mehr Musik anzusammeln, immer auf der Suche nach neuen Schätzen und Klangerlebnissen, wodurch sie sich bis heute eine umfangreiche und mit Liebe kuratierte Sammlung geschaffen hat, von der sie auch jetzt beim Auflegen sehr zehren kann. Die Techno-Szene und das Feiern hat sie dann mit ihren ersten Berliner Clubbesuchen kennen und lieben gelernt und arbeitet seitdem auch regelmäßig in Berliner Clubs, meistens an der Bar. Mit dem Feiern und ihrem tiefen Interesse für Musik wuchs dann auch immer mehr die Neugier nach dem Auflegen. Und durch einen Freund in ihrem ersten Kollektiv Combass konnte sie endlich selbst mit dem DJ-Equipment das Auflegen ausprobieren und üben und bald danach bei kleinen Gigs selbst spielen. Damit war Katzengold geboren. Und in 2020 zog Easy dann sogar die Aufmerksamkeit von 3000 Grad auf sich und wurde kurz danach in die 3000 Grad Artist-Familie aufgenommen. Und spätestens seit 2022 ist Easy nun auf ganz vielen Dancefloors der Szene unterwegs, um uns musikalisch zu verzaubern. Dabei liebt sie vor allem die Slots im Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Nebenbei studiert sie außerdem noch und engagiert sich im Femquency-Kollektiv für Safe Space DJ-Workshops für Flinterpersonen. Und on top hat sie uns heute ihre ersten beiden noch unveröffentlichten Tracks ganz exklusiv mitgebracht, in die wir mit euch in dieser Folge reinhören durften. Und über all das und ganz viel mehr konnten wir mit Easy quatschen, deshalb hört unbedingt in diese Folge rein. Ganz viel Spaß mit Isabel aka Katzengold. Ja, herzlich willkommen zurück beim Subground Talk Podcast, heute Folge Nummer 10 und zu Gast ist die liebe Easy Katzengold. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Moritz. Ich danke dir erstmal, heute habe ich wieder den Luxus, dass wir das bei mir zu Hause in der Küche mit dem lieben Vogelgezwitscher aus dem Hinterhof aufnehmen dürfen, dass ich nicht groß rumfahren muss. Also danke, dass du hergekommen bist und danke auch für die Mate, die du mitgebracht hast. Ja, ich hoffe, sie schmeckt dir. Ja, perfekt. Ja, für alle, die vielleicht neu dabei sind beim Podcast, wir laden hier immer alle zwei Wochen Persönlichkeiten aus unserer weitestgehend Techno-Szene, Subkultur ein, wo wir denken, das ist spannend, von denen wollt ihr mal mehr erfahren, als nur kurze Stories oder 10-Sekunden-Reels auf Instagram euch irgendwie erzählen können. Natürlich auch ganz wichtig, immer die Party-Moments zu erleben, aber so, denke ich, kann man den Persönlichkeiten mal ein bisschen näher kommen und sie kennenlernen, ja. Deswegen bist du heute hier. Ich danke dir erstmal, dass du bei diesem Jahr noch sehr jungen Projekt schon sagst, bist du mit dabei und freue mich auf ein cooles Interview. Wir dürfen auch in deine zwei bisher unveröffentlichten ersten neuen Tracks reinhören und schnacken so ein bisschen was, wie du zum Auflegen gekommen bist und was so diesen Sommer alles abgeht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, wir sind jetzt ja, heute ist der 10.6. Wir wollen gar nicht groß über gestern reden. Katastrophal. Aber wir nehmen heute auf, in zwei Wochen kommt die Folge ja erst raus. Du warst jetzt ja dieses Wochen unterwegs, ne? In Neuruppin warst du auflegen und warst du sogar noch bei mehr Gigs? Freitag war ich im MO1 beim süßen kleinen Kollektiv SKK. Wo ist das? Das ist an der Renate direkt dran. Ah, okay, genau. Also hier in Berlin. Genau, es ist das gleiche Gebäude, bloß anderer Eingang. Okay, genau. War ich Freitag und Samstag dann 3000 Grad Showcase in Neuruppin, in Hangar 312. War auch coole Party. Nice. Da war ich noch nicht, aber ich war in Neuruppin letztes Jahr mal zum Kurzurlaub. Es ist eine coole Location, auch irgendwo im ländlichen Raum. Ja, auf jeden Fall, weil ich kam an, ich wurde abgeholt und dann das Tor mit dem roten Stern, das ist ja dieses
von damals noch. Und ich dachte mir so, hä, das kenne ich doch irgendwo her. Und dachte mir so, hä, so genau so ein Tor mit diesen roten Sternen. Das ist halt noch aus der alten Zeit. Das habe ich auch auf der Fusion. Ja, ja, genau. Das habe ich genauso auf der Fusion auch gesehen. Ja, ja. Dachte so mit dem Hangar und auch mit der Deko so ein bisschen. Ich habe so einen leichten Fusion-Vibe auch gehabt. Geil. Ja. Muss dann ja irgendwie wahrscheinlich auch so ein DDR-Flugplatz-mäßiges Ding irgendwie gewesen sein. Einfach halt. Ne? Ist halt gleiche Gegend, gleiche Zeit. Ja. Okay, nice. Ja, cool. Schade, dass wir da nicht mit dabei waren, aber es gibt ja bestimmt nochmal irgendwann dort eine Party. Ja, und jetzt, Sommer ist ja zum Glück endlich da. Der dunkle Berliner Winter ist längst Geschichte. Du hast wahrscheinlich viele, oder was heißt wahrscheinlich, ich weiß es ja, du hast mir schon ein paar Sachen erzählt, die sind auch mal, die abgehen. Dennoch, lass uns mal ein bisschen zurückgehen, wie du eigentlich zum Auflegen gekommen bist. Mittlerweile machst du jetzt ja auch Musik, was ich sehr, sehr super finde. Hat das für dich schon irgendwie musikalischen Background so irgendwie in deiner Kindheit, Jugend, dass du so von der Musikschulschiene irgendwie da reingerutscht bist, oder ist es eher dann, dass du irgendwann so die Techno-Welt für dich entdeckt hast und dann darüber gesagt hast, ey, jetzt muss ich irgendwann nochmal da die Player anfassen? Leider habe ich gar keinen musikalischen Hintergrund. Also mein Vater ist Musiker und der hat auch Musik studiert, aber ich bin jetzt nicht mit ihm aufgewachsen, sondern meine Mutter war alleinerziehend und wir hatten schon damals nicht so viel Geld gehabt. Sie hatte zwei Jobs und hat sich halt allein um mich gekümmert, hat halt versucht wirklich mir alles zu bieten, was halt ging. Und ich hatte halt wirklich immer Bock gehabt, Gitarre zu lernen. Sie hat mir auch eine Gitarre geholt, hatte aber jetzt nicht das Geld gehabt, mir zum Beispiel Unterricht zu schicken. Ich habe dann so eine DVD bekommen und dann habe ich das probiert und es hat einfach nicht funktioniert. Also ein paar Griffe konnte ich, aber irgendwann hatte ich übelste Schmerzen in den Händen und habe dann irgendwann im Nachhinein erst rausgefunden, dass die Gitarre eigentlich viel zu groß war für meine Hand. Weil ich habe sehr kleine Hände. Okay. Ist immer so der Party-Gag. So easy ist kleine Hände und alle vergleichen so. Und ich habe kleinere und dann, oh ja, du hast wirklich kleine Hände. aber damals wusste das halt keiner. Meine Mutter hat auch nicht das Wissen gehabt, dass ich halt einfach eine andere Gitarre gebraucht hätte. Und so war ich halt so ein bisschen frustriert und habe das dann halt einfach wieder sein gelassen. Musikunterricht war jetzt auch nicht so gut bei mir in der Schule. Wir hatten so eine Lehrerin gehabt, die hat eigentlich immer nur Klavier gespielt und zwar den Titanic-Track hier, My Heart Will Go On. Und wir mussten dazu singen und das war jede Woche. Und dann ab und zu so ein bisschen Theorie und es war halt so trocken alles. Und das ist hart. Also richtig Lust habe ich erst bekommen, später dann. Okay. Ja. Du bist ja in Berlin noch aufgewachsen, ne? Genau. Also du wohnst jetzt ja immer noch, also bist einfach Berliner. Ich wohne sogar im gleichen Kiez immer noch. Geil, das ist nice, ja, sehr schön. Wann hast du denn dann in deiner Jugend oder Erwachsenwerden dann die ersten Berührungen so mit dann der elektronischen Musikszene gehabt? Wann fing das so an? Ich glaube, das erste Mal elektronische Musik habe ich gehört. Also der erste Track, der mich gecatcht hat, das war bereits im Kindergarten. Das war von Daft Punk. Das hattest du mir schon mal, One More Time. Ich habe den Track so geliebt als Kind. Meine Mutter meinte auch, dass sie immer ziemlich genervt war von mir. Und ich war auch immer so ein Kind, das übelst gern getanzt hat und dann immer so Tanzshows meiner Mutter präsentiert hat. Okay, also basically im Kindergarten, ja? Ja, genau. Später kam dann auch so Benny Benassi und so, das habe ich auch übelst gefeiert. Aber so richtig Techno lieben gelernt und auch was mich bis heute ja so krass catcht, war dann wirklich, ich hatte einen Bekannten, ich war 15, er war 24, damals hat man sich ja noch voll besonders dann gefühlt, so, oh, der will was mit mir zu tun haben. Aha, mittlerweile sehe ich das ganz schön kritisch, denke mir so, nicht so. Richtig. Und auf jeden Fall hat er damals im KitKat gearbeitet und hat mich da reingemogelt, also bevor der überhaupt aufgemacht hat, der Laden. Ich wusste aber überhaupt nicht, was das für ein Laden ist. Okay, also gar nicht irgendwie. Überhaupt nicht. Es war total lustig, weil ich bin da so reingegangen mit ihm, er hat mir alles gezeigt und ich war noch so im Kopf, so, hä, wieso stehen hier Betten und so und war halt so ein bisschen Vorher soll man es wissen. Also. Und dann ging halt die Party los und dann dachte ich so, deshalb, jetzt macht das alles Sinn. Aber wirklich geschockt hat es mich jetzt nicht, lustigerweise, aber Trotz des besonderen
drumherum des KitKats hattest du dann irgendwie aber technomäßig da trotzdem dann so irgendwie die Erkenntnis, geil, Musik kann man gut so feiern. Ja, ich habe dann halt mich ein bisschen von ihm abgekapselt und habe so mein Ding gemacht und bin irgendwie so in der Menschenmenge verschwunden, ja, und war dann halt so komplett alleine und auf dieser Tanzfläche und war dann so, oh, was ist das für geile Musik, für ein geiler Beat, okay, und der Bass und halt mit den Menschen auch zusammen, und dann hat es mich auf einmal richtig gecatcht. So. Geil. Ja. Ich würde so gern wissen, welcher DJ da gespielt hat. Ich weiß es halt nicht mehr. Ich habe mir das damals noch nicht irgendwie aufgeschrieben oder gemerkt. Ich glaube, damals auch noch in der Zeit war mir das auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, wer welcher DJ spielt, sondern man hat sich einfach treiben lassen. So. Wann war denn das? Welches Jahr so? Oh, war ja das. Zu grob, also. Ich glaube, das war so 2013, 2012. Okay. Ich muss grad, bin gerade ganz so schlecht im Umrechnen. Es ist auch Montag. Stimmt, das habe ich vorhin noch vergessen. Also klar, 10.06., aber es ist ja quasi der DJ-Sonntag heute. Das, ja, müsst ihr immer noch mit entschuldigen bei unseren Folgen, die wir montags aufnehmen. Ja, nee, aber ja klar, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Wie so diese DJ-Kultur sich ja so hingewandelt hat, ne? Dass die, es gab ja mal eine Zeit, wir müssen irgendwann nicht schweifig ab, das wirst du noch merken, das passiert mir leider viel zu oft, dass ich immer abschweife, aber wir hatten dieses kleine Podcast-Projekt ja schon mal ganz kurz in 21 angefangen mit 3000 Grad zusammen, da war Stefan hier auch noch Co-Moderator, die ganz liebe Grüße an Stefan, aber da hatten wir DJ Jauche zu Gast und ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber der ist ja so Urgestein in Berlin, so, mhm, der irgendwie, also was der erzählt hat, ich würde diese Folge, ich muss ihn unbedingt nochmal fragen, ob das okay wäre, entweder als Revival, so wie wir sie damals aufgenommen haben, in dem Kontext einfach euch nochmal zugänglich machen, dass wir sie einfach nochmal mit publizieren. Weil der hat auch so spannende Sachen erzählt, wie als er angefangen hat bei Gigs, da stand auf dem Flyer einfach der VJ, also die Person, die da Visuals gemacht hat, und er war als DJ Beiwerk, mhm, und heute, also auf welcher Party steht, wer irgendwie Licht macht oder sowas, ne? Krass, also ja, das fiel mir gerade noch eine zu. Ja, ich habe ja mir auch Dokus mal reingezogen, ja, wie das alles so angefangen hat mit den DJs, also jetzt nicht Techno speziell, aber generell, so die ersten Disc-Jockeys, die standen irgendwo im Raum und man hat die nicht mal richtig gesehen und das Publikum hat auch gar nicht zu denen getanzt. Also, so Blickrichtung meinst du, ne? Ja, genau. Ja. Da war der Fokus ganz gar nicht beim DJ und schon krass, wie sich das alles so also entwickelt hat. Ja. Das kann man ruhig, glaube ich, ab und zu mal hinterfragen, was man so, wie, also es ist ja erstmal auch nicht schlimm, kann ja so sein, aber was man so für coole Sachen sich vielleicht auch mal einfangen lassen kann, so bühnendesignmäßig, wie man irgendwie vielleicht das auch aufbricht, diese teilweise ja Glorifizierung. Naja, anyway, aber du weißt den DJ leider nicht, vielleicht kann man das ja nochmal rausfinden irgendwie. Weil es wäre schon cool zu wissen, wer dich so da irgendwie dann das erste Mal in den Bann musikalisch gezogen hat. Ne? Fährt auch wieder ein, es war 2010. 2010, okay, gut. Nice, also schon ein bisschen her. Und seitdem, was, ja, wie ging es dann? Dann bist du öfter in Berlin. Ich meine, Berlin ist ja einfach, feiern zu gehen. Da gibt es ja genug Angebote, mit 15 jetzt vielleicht noch nicht. Dann musstest du noch ein paar Jährchen abwarten oder? Ja, ne. Hat man sich so reingebogen. Vielleicht war ich ein bisschen unbrav und habe so Dinge getan, die man so als Jugendlicher macht, nämlich, ja. Aus Versehen im Club gewesen. Ich habe nichts gemacht. Ich wurde immer reingemogelt. Nein. Die Tür war offen, es hat keiner geguckt. So. Ja, okay. Und was waren da so dann am Anfang die, also warte mal, ist das ist ja sogar über 10 Jahre her, wir sind ja fein raus, ist ja alles gut. Was waren denn deine Lieblingsclubs da so am Anfang? Also ich war sehr oft in der Magdalena. Die hatten ja auch immer so Mittwochs, Jungwilden, glaube ich, hieß das, so Partys, die auch umsonst waren. Damals hat man ja noch nicht so viel Geld, ist man immer auf Taschengeld angewiesen von den Eltern. Das war immer ganz praktisch. Das ist nice, ja. MIKZ. Es gab ja super viele Clubs auf dem RW, ganz viele gibt es ja gar nicht mehr. Auch Rivala Straße gab es das Rosis, das R19 und sich, also es gibt so viele Clubs, manchmal laufe ich an so Orten in Berlin und denke mir so, hä, hier war ich doch mal feiern und komplett vergessen alles. Also du siehst teilweise nicht mehr, dass da mal was war und schon krass, wie sich das alles so entwickelt halt. Auch die Stadt, also allgemein auch mein Kiez zum Beispiel, das ist so ganz anders, als ich Kind war.
Also viele Sachen haben sich gut entwickelt. Was so zum Beispiel? Also ich bin halt in Neukölln groß geworden und es gab halt echt viel Leerstand, also kaum Geschäfte und alles sehr runtergekommen und es sah teilweise in manchen Ecken schon ein bisschen ghetto-mäßig aus. Ja. Auch die Parks waren sehr, sehr schlimm aus. Ja. Alles wucherte und dreckig und viel Müll. Es gibt immer noch viel Hundekacke überall. Also früher war das viel, viel schlimmer, sage ich euch. Ja, und jetzt halt Gentrifizierung, so ja, das Ding. Ja, es holt auch Neukölln ein, ne? Es holt auch Neukölln ein. Es ist sehr hip geworden, auf jeden Fall. Aber man hat jetzt halt viele Geschäfte. Das Leben ist ein bisschen bunter und ein bisschen mehr Leute auf der Straße. Aber die Mieten sind halt dadurch auch. Ja. Und dadurch werden halt auch entsprechend Menschen, die eigentlich den Kiez so. Ja. So gemacht haben, wie er jetzt geworden ist. Das ist verdrängt, das leider. Das leidige Thema von dieser Gentrifizierung. Ist es denn wenigstens dann da noch so cool hip oder ist es schon so snobby hip? Ich finde es noch cool. Okay. Also es gibt andere Bezirke in Berlin, wo es, glaube ich, echt, wo ich auch Freunde habe, die sagen, sie können sich gar nicht mehr identifizieren mit dem Bezirk, sie müssen hier weg, weil. Weil das eine ist ja so, Mieten werden teurer, das ist ja schon schlimm genug, aber wenn dann so das Kultige weg ist, das ist halt dann wirklich schade, ne? Vor allem, wenn das so weggekauft wird, ne? Und die Leute auch gehen, naja. Okay, wie waren wir da gerade gelandet? Von Köln? Wir waren bei den Clubs, die du... dass die Clubs nicht mehr da sind, wo du sogar feiern machst, das ist halt einfach sad, ja. Waren auch irgendwelche dabei, die es jetzt noch gibt, von den Clubs? Oder... Hat sich dann einfach jetzt gewandelt, wo du so feiern gehst, wahrscheinlich, ne? Es hat sich gewandelt und ich glaube, ich will es auch nicht sagen. Okay. Ist ja völlig fein. Und wann war dann so der Moment, wo du gemerkt hast, also ich glaube, du gehst ja auch generell gern viel feiern, ne? So, oder, also klar, jetzt mittlerweile bist ja viel auf Partys wegen Auflegen, aber ich hatte so wahrgenommen, wir kennen uns ja erst seit 2020 Ende, hatte ich so wahrgenommen, dass du auch gerne halt einfach als Gast so auf Partys gehst. So. Also früher, also wo ich so Anfang 20 war, da war ich echt sehr viel feiern und weil ich ja auch es schön fand, die Leute zu sehen und der Vibe und die Musik vor allem und ist ja auch immer so ein Abschalten von der Alltag halt. Safe. Musst du ein bisschen runterkommen und dann halt, man schafft es ja auch oft nicht, alle seine Freunde zu sehen und meistens hat man die dann halt alle gepackt. Damit dabei, ja. Okay, nice. Plus die ganzen Feierbekanntschaften, die möchte man ja auch sehen, auch wenn man nicht dicke befreundet ist, aber man freut sich ja trotzdem, die dann zu sehen und ja, mittlerweile bin ich jetzt nicht mehr so viel feiern, ist halt auch wegen dem Auflegen einfach zu viel geworden und dann brauche ich halt auch manchmal echt mal eine Pause vom Clubs und den ganzen Party-Kontext. Und ich genieße es auch sehr viel, mit meinen Freunden, keine Ahnung, auf Flohmärkten zu gehen oder entspannt in der Sonne zu treffen, also was Entspanntes zu machen und nicht immer Party. Aber ich bin halt auch schon gerne trotzdem immer noch auf der Tanzfläche, weil ich finde, es ist auch immer noch wichtig, Teil von der Party zu sein, um auch zu verstehen, was die Leute auf dem Floor möchten oder wie man einen Vibe rüberbringt, dass die Leute sich fallen lassen können. Und mir ist zum Beispiel auch wichtig, im Club zu arbeiten. Oder ich habe viel im Club gearbeitet, mache es ab und zu immer noch im Ritterbutzke, weil ich auch wichtig finde, die andere Seite, die andere Perspektive von der Party zu sehen und auch wertzuschätzen. Als nicht nur als DJ halt. Ja, das ist, glaube ich, also ich finde es richtig nice, wenn man in der Szene dann auch mehr macht als Auflegen und da auch so weiter drin lebt als Gast, wie du sagst. Weil ich sehe es wie du. Nur dann kann man ja irgendwie wissen, wie es von der anderen Seite sich so anfühlt, ne? Da auf der Tanzfläche. Aber dann kam ja, also irgendwann zwischen 2010 und jetzt für dich der Moment, wo du gesagt hast, jetzt willst du irgendwie mal selbst Musik mixen oder, also wie ging das los? Das kam erst später. Ja. Also ich muss sagen, ich war schon immer so ein kleiner Musik-Junkie. Also auch als ich andere Musik gehört habe, habe ich immer sehr viel Musik gehabt, so Ordner. Und ich war so richtig am Suchen nach den unbekanntesten
Bands, okay, oder weiß das ich was. Also was meinst du mit Ordnern? Digital schon oder noch so analog? Digital, okay, analog auch, aber konnte ich halt auch mir finanziell nicht so viel leisten. Ja. Nee, check ich. Ein paar Platten hatte ich auch gehabt, weil meine Mutter hatte ja noch einen Plattenspieler gehabt von damals. Ja, einfach Musik sammeln. Ja, ja, fand ich, also so richtig geile Musik halt. War wie so ein Schatz halt. Teilweise hast du dann wirklich meine Speicherplatz gecrashed. Check ich. Damals waren die PCs ja auch noch nicht so gut wie mittlerweile jetzt. Und ja, irgendwann, ich glaube 2017, bin ich dann in einem ganz jungen Kollektiv gelandet, Kombass hießen die. Ah, ja. Und da habe ich mit meiner besten Freundin damals angefangen und wir haben Dekorationen gemacht für die Partys. Ah, nice, okay. Und aber vor 2017 waren so die ersten Jahre, wo ich dann auch angefangen habe, immer mehr Interesse zu haben, zu wissen oder einfach das Wissen zu haben, was macht der DJ da überhaupt? Und das sieht voll interessant aus und ich habe so viele geile Sammlungen. Irgendwie hätte ich schon Bock, das irgendwie mal selber zu machen. Ja. Mir hat aber irgendwie der Bezug gefehlt oder der Kontakt, dass ich da irgendwie mich rantraue. Und durch das Kollektiv, weil wir waren, glaube ich, 15 Leute, 10 davon waren DJs. Okay. Und die hatten auch alle Equipment gehabt. Ja. Da habe ich dann die ein bisschen genervt, so, ey, könnt ihr mir nicht mal was zeigen? Ja. Und ja, der eine hat mir ganz kurz mal alles erklärt, ist dann aber direkt wieder abgehauen und ich war schon danach mir so, oh, war was? Wenn du das erste Mal davor stehst, das sind so viele Knöpfe und du denkst natürlich auch, du brauchst alle und bist komplett überfordert. Das ist ja ganz normal, weil man, ist ja immer so, wenn man was ganz Neues lernt. Denkt man sich erstmal so. Wie so ein Flugzeugcockpit vor einem. Ja, genau. Ist ja genauso, wenn du so ein Cockpit dir anguckst, dann denkst du auch so, was? Alles blinkt, irgendwelche Knöpfe und was ist ich was. Ja, und ich habe dann halt einfach probiert. Also ich durfte halt bei ihm immer üben. Er war im Nebenzimmer, hat gezockt. Okay, geil. Und ja, habe dann halt mir das sozusagen Schritt für Schritt immer mehr selber beigebracht. Okay. So. Nice. Mit deinen, einfach mit deinen Tracks, die du so irgendwie hattest. Ja, genau. Ich hatte halt wirklich am Anfang, ich habe halt nicht den Stil gespielt, den ich jetzt habe, sondern am Anfang ist ja so, du bist in der Ausprobierphase. Klar. Ich hatte alles, ich hatte House, Techno, Deep House und teilweise habe ich versucht, komplett verschiedene Genres miteinander zu mischen. Manchmal hat es geklappt, manchmal gar nicht. Also, ja, klar, aber das ist halt, der Prozess so. Ja, es hat auch irgendwie auch Spaß gemacht, da sich da so krass auszuprobieren. Und über die Jahre hat sich dann halt so Schritt für Schritt so mein Stil herauskristallisiert und ich wusste dann auch immer mehr, was ich genau möchte und was ich rüberbringen möchte oder was mich halt auch so ein bisschen verkörpert oder ausmacht. Ja. So. Also wo ich auch wirklich sage, die Musik packt mich so doll und dass du völlig drin bist, ja. Ja, wirklich. Ja. Also, dass ich da selber das richtig genieße und auch, keine Ahnung, einen Track rein mixe und schon Gänsehaut kriege, wenn ich so. Weil du dich selbst drauf freust, ja. Ja, genau. Das ist nice. Du hast eben gesagt, über Jahre hast du dann mehrere Jahre lang das eigentlich für dich so, man sagt ja mal Bedroom-DJ-mäßig, weil man zu Hause irgendwie in seinem Schlafzimmer übt, du jetzt bei dem Kumpel, das. Also über was für einen Zeitraum lange hast du einfach nur geübt oder rumprobiert? Aus Leidenschaft ja, also wahrscheinlich ist es ja Leidenschaft jetzt weniger, dass du jetzt, ja, ich will das jetzt irgendwie machen, um das vorne zu machen, sondern es macht ja irgendwie Bock, eigene Musik und das, denke ich, finde auch andere cool, dass ich das irgendwie mal verzeihen müsste. Aber wie lange war das? Ich glaube, ich muss ehrlich gestehen, also es war ein halbes Jahr, dass ich geübt habe und dann hatte ich meinen ersten Gig gehabt und ich muss jetzt rückblickend betrachten, das war eigentlich noch viel zu früh. Aber eigentlich war es auch gut, weil ich finde, dadurch lernt man noch mehr, weil wenn man zu Hause übt, macht man wenn da ein Fehler passiert, keiner hört's, aber wenn du das halt vor Publikum machst, dann ist halt eine ganz andere Anspannung da und du bist viel konzentrierter und versuchst wirklich eine gute Nummer hinzulegen und wenn da dir ein Fehler passiert, das brennt sich richtig krass in dein Gehirn ein und das passiert dir nicht nochmal und
ich muss wirklich sagen, deswegen war es auch ganz gut, dass der Gig dann schon da war, weil ich habe da so viel gelernt. Es war ja wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner noch, es war jetzt nicht direkt Tomorrowland Mainstage-Gig, einfach genau, das war damals, den Club gibt es ja auch nicht mehr, das Kosmonaut, das wurde ja später dann zum Polygon und jetzt ist es gerade Oxy. Ja. Und da hatten wir eine kleine Party im Gartenbereich gehabt und da habe ich den Opener gespielt. Ah, das, cool. Das war mein erster Gig dann gewesen. Ja. Supported aus eurem Kombass-Kollektiv. Genau. Okay. Cool. Und dann war das, also bist du dann so richtig, ich sag mal, also war das jetzt der erste Gig und dann hast du wieder ein bisschen noch weiter geübt oder gab es dann immer mal so alle 3-4 Monate oder jeden Monat hast du dann schon aufgelegt oder war es erstmal noch eine Phase, wo du dann für dich einfach noch weiter geübt hast? Ich habe für mich noch weiter geübt. Ja. Ich habe dann auch mit einem aus dem Kollektiv ein bisschen mehr zu tun gehabt und der war auch Veranstaltungstechniker und mit ihm habe ich dann mich teilweise nachts getroffen, bei ihm in der Veranstaltungshalle da, wo seine Firma war und haben die Erlaubnis bekommen, da wirklich die ganze Nacht zu üben, haben uns die krasseste Anlage hingestellt. Ja, das ist geil, ja. Teilweise die Anlage, die auf der Nation steht, die DNB-Anlage, durften wir halt machen. Ja, und er hat mir dann, was mir nämlich auch wichtig war, ich wollte auch wissen, wie alles funktioniert, wie alles angeschlossen ist und dann hat er mir die Sachen hingestellt und meinte, hier, bau einmal auf und dann, dann haben wir geübt die ganze Nacht bis morgens. Und dann haben wir alles wieder zusammen wieder abgebaut und wieder eingeräumt. Dann kam die Belegschaft und ihr seid nach Hause. Genau. Geil. Das finde ich wertvoll, weil hört man ja auch manchmal, ne? Dann, ich meine, no front, wenn man halt das nicht üben kann, das ist ja auch geil, dass du die Chance hattest, aber das ist ja wertvoll, wenn das irgendwie falsch verkabelt ist auf irgendeinem, kommst da hin zum Gig und dann fehlt irgendwas. Und dann kann man sich das schnell mal los. Du bist so ein bisschen aufgeschmissen. Und wenn dann da, es passiert super oft, dass der Techniker gerade was anderes zu tun hat oder gerade nicht erreichbar ist. Und dann weiß der Stage Manager auch nicht Bescheid oder der Anleiter oder wo auch immer. Und dann ist schon schön, wenn man selber die Kontrolle drüber hat und das selber fixen kann. Und das auch für den Selbstwert halt auch gut. So von wegen, ich kann das auch dass alleine. Dass man die Sicherheit hat, ne? Ja, genau. Ja, check ich. Vor allem bei diesen Pioneer-Playern kannst du ja auch ultra viele verschiedene Modis irgendwie reinhauen, dann ist das auf hier Vinyl statt CD und dann ist das so und dann also die Tasten muss man auch erstmal alle kennen. Ne? Ja. Das stimmt. Nice. Wusstest du mich auch, wenn man auf rückwärts stellt und den Player anmacht, dann geht er nicht an. Also du kannst ja nicht auf stimmt, das gibt's auch, ne? Diesen das habe ich, hab ich zum Beispiel auch gelernt. Dieser Kippschalter, ne? Ja, dieser Kippschalter, genau. Ja. Das ist jetzt richtig Nerdiges. Ja. Die Hälfte der Leute ist schon gelangweilt. So was, ich verstehe gar nichts. Springt man dann einfach nochmal so 30 Sekunden nach vorne. Aber was ist für alle die, für die es wichtig ist, die auch neu anfangen wollen, vielleicht mit Auflegen, sag mal kurz den Geheimtipp, was macht man dann? Also wir reden über den Kippschalter, der bei so 2000er und 3000er Playern links ist, ne? Genau. Gibt's den bei 3000ern überhaupt noch? Den gibt's noch, ja. Okay. Da kannst du ja, auch rückwärts im Set was spielen als Effekt. Das ist ja, benutzen ja manche. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, aber ich habe schon ab und zu mal beobachtet. Passiert aber selten, dass es genutzt wird. Damit spielt man halt einen Track dann rückwärts ab. Und wenn der auf rückwärts gestellt ist und den Player anmachst, und geht es halt nicht vorwärts, weil er will ja rückwärts. Genau. Gut. Das heißt, den nach vorne oder nach hinten flippen und dann. Ja, ich habe halt wirklich schon DJs erlebt, die meinten dann halt, der Player ist kaputt, weil sie es halt nicht gesehen haben. Ja. Also manchmal ist es ja auch nicht unwissend, sondern einfach, man ist aufgeregt. Ja, klar. So. Ich habe es nämlich auch schon gehabt, dass ich dachte, meine Kopfhörer sind kaputt, weil ich so aufgeregt war. Und dann gucke ich so, ich habe sie nicht mal eingesteckt und dachte so, oh mein Gott. Check ich voll, das ist ja auch. Also Aufregung, man hat ja auch eine Verantwortung und wenn man sich der bewusst ist, dann ist da bestimmt auch eine Aufregung gerade am Anfang erstmal dabei. Aber hey, du hast das alles gemeistert oder Erfahrungen gemacht. Sweet. Und wann ging das dann, also wann ging es für dich so jetzt, also mittlerweile spielst du ja wirklich viele Gigs, was mich hammer freut. Wir haben uns ja Ende 2020 war die Weihnachtssause von 3000 Grad, ne? Die Online-Weihnachtssause, oder? War das 2020 oder 21? Boah. Das war 2020 im Dezember, ja. Gut. Das war ja Weihnachten denn. War das danach auch, wo es dann mit Auflegen mehr, also so mehr wurde im Sinne von jetzt? Also klar war ja noch Corona, aber oder war vor Corona auch schon, dass du dann das Erlebnis hattest, dass du
Also ich muss sagen, also vor Corona hatte ich ab und zu halt Gigs gehabt. Ja. War meistens so von Freunden oder Kollektiven, die ich kannte. Ja. Es ist halt wirklich so, man muss ja erstmal sich so ein Netzwerk aufbauen. Logisch. Und Leute müssen erstmal auf dich aufmerksam werden. Ja. Und gerade wenn man anfängt, ist das halt, bist halt angewiesen auf Kontakte. Und hatte halt ab und zu ein paar Gigs. Ich war auch froh, dass ich während Corona so Open Air mal spielen konnte, weil das war ja immer schwierig mit Veranstaltungen. Es gab ja nicht mehr so viel und mehr halt so im Sommer ging nur was und auch draußen. Und dann kam der Lockdown, der zweite im Winter, und ich bin richtig eingegangen auf jeden Fall. Und das, was mich am Leben erhalten hat, war, ich habe zu Hause ganz viel gemixt und war aktiv und habe ganz viele Podcasts gemacht. Also so jetzt nicht Podcasts wie hier, sondern so. Musikset, also ein Set so für so eine, wie nennt sich das dann, so Radioshow, aber nicht im Radio. Ne? Genau. Und da und diese Podcasts, die kamen auch ganz gut an, die haben auch eine gute Resonanz gehabt. Ich bin das erste Mal bei Jeden Tag ein Set auch gepostet worden. Ja. Das war damals das Beachcast oder Beach-Podcast. Das war von so einem DJ. Und ja, dann kam aus dem heiteren Himmel ein Anruf von meinem Freund, lieben Freund Toni, der dann meinte, ey, hast du Bock? Also erst hat er gefragt, so, ey, wie geht's, na? Und ich war dann so, hä, du rufst doch nicht an, um mich zu fragen, wie es mir geht, so, du willst doch irgendwas. Und er so, ja, ich habe einen Anschlag auf dich vor, hast du Bock, für 3000 Grad einen Stream zu machen? Und ich bin aus einem Wolk gefallen, war so, auf jeden Fall, oh mein Gott. Und habe aufgelegt und war so, oh also Gott. Also du kanntest schon 3000 Grad zu dem Zeitpunkt? Nee, ich kannte nur Toni. Okay. Weil, wie gesagt, ich arbeite ja, also früher habe ich viel mehr im Ritter an der Bar gearbeitet. Und ich kannte ihn halt von den 3000 Grad Partys, weil er da immer Artist Care gemacht hat. Und die Artist Care ist ja immer mit der Bar verknüpft, weil die müssen ja immer zu uns, um Getränke zu holen. Ach so, du, bei den 3000 Grad Partys bei Ritter Butzke? Genau. Ah, okay, check. Okay. Wir reden ja über Toni, der mit dir auch bei der Weihnachtshause war. Genau, ne? Genau. Genau, Toni. Liebe Grüße an dich, falls du das hörst. Ich hoffe, dass du das hörst, Toni. Liebe Grüße. Sweet. Und dann, aber ich meinte eher, also du wusstest, was 3000 Grad ist, dann natürlich durch die Showcases. Okay, okay, perfekt. Deswegen, geil. Ich habe ja auch, das Festival fand ich super schön und habe ich war leider vorher auch schon, ich war vorher noch nicht da. Ich habe immer nur die Videos gesehen. Es hat leider die Aftermovies. Es hat leider zeitlich immer nicht geklappt mit Arbeiten und so und alles nicht wild, aber Ich kann es halt auch vor allem für einen 3000 Grad Label. Ja. Ich habe halt viele Tracks gehabt von dem Label und gerade von Molle, die Tracks habe ich übelst gefeiert und also deiner Schatzkiste, ja, deiner genau, meiner Schatzkiste waren schon ein paar Acker Records und 3000 Grad Records Tracks dabei, sweet. Gut, und dann kam der Abend, war das da nicht auch ein bisschen kühler, ne, schon? Das war sehr kalt, Das war sehr kalt, ne? Wir haben, anstatt natürlich, 2020 Weihnachten ging ja, wir werden das verlinken, das gibt's ja noch, das Video, ist auch nach wie vor ein Hammer-Set. Bei 3000 Grad hinten auf dem Hof, wo auch das legendäre Virtual Festival in dem Sommer von 2020 stattfinden musste, ja leider, aber es war eine fantastische Lösung für die Zeit, was so ging, haben wir dann einen Weihnachtsstream gemacht und 3000 Grad hat versucht, die Streams auch immer ultra liebevoll zu dekorieren, werdet ihr im Video sehen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mit coolen anderen Leuten zusammen 3000 Grad supportet, um die Livestreams zu machen. Deswegen war ich da auch. Mit ein paar coolen jungen Leuten aus meiner ehemaligen Schule, die ich damit für verhaftet habe, damit zu helfen. Macht was ehrenamtlich Wichtiges für die Szene in eurer Freizeit. Und deswegen haben wir da den Livestream haben wir aufzeichnen müssen, weil es mit Internet dann immer noch mal ein bisschen mehr risikoreich ist und wir halt Weihnachten dann am 25. auch alle bei der Family sein wollten. So, es war ja nicht live, nee, genau. Ja. Und da hast du dann gespielt, in der Atmosphäre mit dem Feuer und Lagerfeuer und alle schick gemacht. Die hatten ja auch sogar Licht live dabei, erinnere ich mich gerade. Ja, ich kam da ja an und ich war halt mega aufgeregt. Ja. Ich habe auch irgendwie, also wenn ich aufgeregt bin, ich werde dann halt auch richtig still und sage nichts mehr. Und Toni war so la 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 la. Und das ist ja eine super Begleitung. Und ich so voll überwältigt von dem Hof und von wie schön es da alles aussah und dekoriert war und nein, auch todesaufgeregt, Molle kennenzulernen, persönlich. Und dachte mir so, okay. Fühle ich. Und dann merkt man, dass er so ein bodenständiger, netter Kumpel ist einfach. Ne? Ja, ja. Liebe Grüße an Molle.
Ja. Ja, und dann war halt auch krass, wie, also die Deko, das Licht und halt auch, ich dachte, ich habe einen Stream vorher gemacht, der war aber, war eine Kamera, das war's. Ja. Und das war ja 8 Kameras, glaube ich, sind da rumgelaufen teilweise oder waren es weniger? Es kam mir vor. Wir hatten eine mobile, eine vorne vor dir auf dieser GoPro und vielleicht noch ein, zwei Perspektiven, aber ja. Das Ambiente, auch mit diesem Wohnwagen noch irgendwie dahinter war es, ne? Das war halt irgendwie, war echt geil. Ja. Und dann, ich erinnere mich noch, es war ja die Band Bummelzug 8 war da. Genau. Dann war, ich glaube, Molle hat ja noch gespielt. Genau. Und dann und ich. Du. Genau. Und dann war ich froh auch mal, dass die anderen dann mit der mobilen Kamera da unterwegs waren und dann irgendwann, und ich glaube, es war der. Also ich weiß nicht, welche Tracks in deinem Set müsste ich nochmal reinhören, aber auf jeden Fall weiß ich an dem Abend, ich bin mit Namen von Tracks schlecht, aber Eddie oder so, dieser eine Track, ADDI oder so. Ah, der ist von heißt der Mika. So? Ja, genau, der, ich hoffe, es ist der. Aber da war spätestens der Moment, wo ich gesagt habe, Leute, jetzt muss ich mal die Kamera nehmen, jetzt will ich hier mal erst ein bisschen tanzen und Kamera machen. Das war geil, das Set hat mich hardcore abgeholt. Ja. Seitdem bin ich auf jeden Fall auch Fan. Also kommt gerne bei deinen Sets vorbei. Ja, das war so. Das gibt's auch noch. Deswegen, wir verlinken das. Das gibt's auf subground.org noch. Wenn ihr euch fragt, woher Subground kommt, das war damals das Projekt, was wir gemacht haben, um so ein bisschen irgendwie für die Szene eine kleine Independent ohne Werbeblocks von reichen, tollen Firmen davor zu schalten müssen. Und irgendwie mit den Whitelisting-Problematiken von Tracks irgendwie da uns umherzuschlagen, haben wir subground.org gemacht, wo wir dann viele coole Sets hatten von so Leuten. Ne? Das war ja auch richtig cool von euch, weil ich kann mich erinnern, Corona, es war ja, ich habe so viele Streams machen müssen und ich war ja auch nicht so Fan davon. Also ich war froh, dass es überhaupt irgendwas gab, aber es ist halt nicht so geil, wenn man jetzt statt einem Publikum... Ja. Das eine Kamera vor dem Gesicht hat. Das hat nichts ersetzen kann. Aber ich glaube, kein DJ war Fan davon. Aber und weil das Problem war, viele haben ja über Facebook meistens gestreamt. Ja. Und das, ich glaube, nach einer bestimmten Zeit wurde dann der Stream meistens gesperrt. Ja, wegen der Musik. Und hier, guck mal, hier ist sogar noch Weihnachtshaus. Es gibt von dir da auch noch ein Ritter-Butzke-Set sogar. Genau, das habe ich da mal... verschickt. War Subground, 3000 Grad, hier Weihnachtshause. Wir verlinken das im Podcast. Das ist hier. Stimmt, und du hattest noch diese leuchtende, bunte Jacke an. Ja, Toni hat halt zu mir am Telefon gemeint, ja, wenn du Lust hast, ich kenne dich ja, du hast immer so schöne Festivalsachen an und trägst das ja auch voll gerne, auch im Alltag manchmal. wenn du Lust hast, kannst du ja auch gerne sowas anziehen, weil ist ja ein Stream ist ja auch was fürs Auge. Und dann habe ich halt die Jacke mitgenommen, die habe ich vor kurzem, also kurz vorm Stream von einer lieben Freundin geschenkt bekommen, weil die nicht mehr wollte. Und sind die LEDs da drin? Das sind so, du hast so Batterien und das ist so eine Jackentasche drin. Okay, also geil. Du kannst einfach in die Jackentasche greifen und dann sozusagen das... Aber die gehören zur Jacke, die sind nicht irgendwie extra noch Du kannst die auf jeden Fall nicht waschen, weil... Okay. Lüften lassen, die Jacke. Lüften und so ein Spray benutze ich immer, zum Reinigungsspray. Aber waschen geht halt nicht, weil sonst ist das alles klar. Im Arsch. Geil. Wir haben uns kurz nochmal den Stream angemacht. Wir verlinken das. Es ist auf jeden Fall ein gutes Set. Man kann es sogar als MP3... Ey, was wir da nicht alles auf dieser Plattform. Man kann sich das auch als MP3 anhören, Leute. Also wenn ihr nicht gucken wollt, könnt ihr auch das Set so hören. Sweet. Und danach warst du ja dann, also mittlerweile bist du ja bei 3000 Grad auch, ja, wie sagt man, im Booking mit drin. So in, Kollektiv. Kollektiv, genau. Und seitdem ist es ja wahrscheinlich dann auch Schwung mehr an Gigs geworden. Natürlich... Corona musste erstmal aufhören, aber... Es war halt, also kurz nach dem Stream, ich habe auch richtig viel schöne Resonanz bekommen und ich habe mich auch gefreut, dass Bolle es auch so schön fand, das Set, der kam ja auch direkt dann zu mir und war voll begeistert und für mich war das eine absolute Ehre und ich war so, das aus seinem Mund zu hören, so wow, krass. Geil. Und dann ist halt, der Lockdown war ja immer noch, ist so ein bisschen Zeit vergangen und irgendwann kamen wir in Anruf von Toni und meinte, ja, ich habe jetzt noch mal dir was zu verkünden. Ich habe ein bisschen Druck gemacht und ein bisschen belabert und meinte hier, ihr braucht frischen, jungen Wind.
Habt ihr nicht Bock, Easy ins Kollektiv mit aufzunehmen? Und meinte zu mir, sie haben ja gesagt. Und aber ob ich Bock hätte. Und ich bin dann halt schon wieder aus allen Wolken gefallen, sogar noch krasser und war so, was? Und dann war ich dann auch irgendwann auf der Website und so, aber richtig greifen konnte ich es halt noch nicht, weil halt, wie gesagt, dieser Lockdown immer noch war. Und halt keine Partys gingen. Und erst, ich glaube, dann im Sommer war der Lockdown vorbei und dann war es wirklich so, zack, ich hatte direkt zwei Gigs an ein Wochenende. Mit einmal nach Dresden musste ich fahren und einmal nach Wismar und crazy, direkt schon Logistikprobleme. Und war da auch erstmal, musste erstmal so ein bisschen reinkommen, so okay, krass, jetzt bin ich jetzt Wochenende unterwegs und auch teilweise nicht mehr in Berlin, sondern wirklich durch die Gegend stimmt. fahren. Ja, klar. Wenn vorher war so Berlin dann auch eigentlich wahrscheinlich so nur, ne? Also vorher hatte ich nur ein einziges Mal einen Gig außerhalb und das war halt Festivals oder und einmal Nürnberg habe ich mal gespielt. Okay, genau, aber sonst war das halt nicht, war ich halt mehr in Berlin, ja, klar. kleinen Partys gespielt, ja. Ja, crazy. Was, das muss dann ja so, war schon 21 dann? Was genau, das war so 2021 dann. Da gab es ja, glaube ich, so 3 Monate, wo das alles ging, ne? Und hast du da dann auch schon auf dem 3000 Grad Festival spielen dürfen? Ja. Das wusste ich am Anfang nicht. Ja. Das war genau, das war nämlich diese Party in Dresden dann. Da habe ich mit jemandem gequatscht und der hat dann auch gemeint, oh, du bist ja jetzt im Kollektiv und spielst auch auf dem Festival. Und ich so, ich weiß nicht, ich glaube nicht, weil ich wurde nicht gefragt und ich wollte mich da jetzt auch nicht aufspielen, weil ich war einfach schon mega krass überwältigt, das schon, dass ich jetzt in diesem Kollektiv gelandet bin. Und dann hat das irgendwie, Molle war nämlich auch da, weil er auch gespielt hat. Und dann kam Molle irgendwann zu mir an und meinte so, was, ich habe gehört, du denkst, du spielst nicht auf dem Festival. Hallo, du bist doch jetzt bei uns im Kollektiv, natürlich spielst du. Und dann war ich so, okay, was? Das ist aber so klassisch 3000 Grad, weißt du? Die fragen Leute teilweise so, hä, war doch klar. Und die wissen das dann so ein paar Wochen vorher. Also, weißt du? Die sind immer sehr gut da drin, Leute auf ihre Liste zu schreiben, aus ihrem Homie-Umfeld. Und dann erst ein bisschen später Bescheid zu geben, war doch klar. Geil. Ja, schön. Ja, und seitdem dann lässt du seinen Lauf mit 3000 Grad dann auch. Und ja, wie viel bist du jetzt unterwegs? Ich habe das Gefühl schon, also gibt es Wochenenden? Also eigentlich jetzt schon jedes Wochenende. Also ab und zu gibt es, also sehr selten mal ein freies Gig-Wochenende. Auch im Winter so? Oder gibt es schon noch so Sommer-Winter-Unterschied oder irgendwie? Also ich muss sagen, im Sommer ist schon auf jeden Fall mehr, weil ja die Festivals auch noch dazu kommen. Safe. Winter wird es ein bisschen ruhiger, aber bin ich auch schon eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs. Also ab und zu gibt es halt auch mal ein freies Wochenende. Ja. Aber es hat jetzt keinen Rhythmus, das ist ja wahllos. Und auch schon mal so irgendwie so 2, 3 Gigs an einem Wochenende, so, wo man dann wirklich schon in Logistikprobleme kommt. Wo kommt das gibt es auch teilweise 4 Gigs. Boah. Also da bin ich dann auch wirklich durch. Wie funktioniert das denn, 4 Gigs? Also ich glaube, letztes Jahr war das, da war ich Donnerstag auf dem Festival, zurück nach Berlin, dann war ich in Halle, Station Endlos und dann wieder zurück nach Berlin. Und dann habe ich erst im Birgit und Bier gespielt tagsüber und dann nachts in der Beate Uwe. Boah, also ich war dann am Ende auch richtig fertig, also körperlich auch. Ja, wie ist es denn? Das, also klar, das ist natürlich übelst geil, man freut sich und ist ein Privileg, aber es ist auch anstrengend, oder? Also wenn man dann... Also man denkt es halt immer nicht so, aber es ist ja auch bei eigentlich so... Feiern ist ja, muss ja Spaß machen. Also ja, halt auch da oben zu stehen und 2 Stunden seine Zeit runter... Viele denken das ja so, das wäre so, aber halt das ganze Reisen, ich finde das Reisen übelst anstrengend, dann halt im Hotel einchecken, wieder auschecken oder gerade auf dem Festival zu spielen und du hast zum Beispiel jetzt kein Hotel, sondern ein Zelt oder ich hatte da, glaube ich, so einen Schlafbus zum Schlafen. Ja. Du hast ja trotzdem das Festival um dich herum. Stimmt, ich glaube, ich konnte nicht wirklich schlafen, weil so ein Camp-Cantina-Band in Dauerschleife kam. Ich meine, ja, das spielt jetzt ja nochmal. Oh Mann. Ja, und es ist halt, plus die Sachen sind halt auch so getaktet, also so knapp getaktet und mit den Zügen ist ab einer bestimmten Uhrzeit fahren ja Züge auch nicht mehr. Und die Deutsche Bahn, gern wir alle Zug fahren wollen. Deutsche Bahn ist richtig Pain, gerade als DJ. Es ist immer sehr, was heißt amüsant, eigentlich ist es eher traurig zu sehen, was man so alles immer sieht bei seinen DJ-Kollegen in den Stories. Bei mir ja genauso. Und wenn man losfährt, hat man immer so ein bisschen Angst. Auf jeden Fall, was kommt diesmal?
Augen drücken, wirklich, ja. Naja. Ja, aber ich find's wirklich nice, dass du jetzt so viele Möglichkeiten hast, Musik zu spielen für Leute. Das ist wirklich nice, ja. Ich freue mich ja auch, mir macht es ja auch Spaß, ja. Weil sonst würde ich es ja nicht machen. Sonst würde ich auch nicht viel Gigs an einem Wochenende spielen. Ja. Also, ja. Geil. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen gespalten, ob wir. Ach, weißt du was, lass uns mal. Ich neige ja immer dazu, zu lange diese Vorgeschichte so in die Länge zu ziehen, weil ich es so spannend finde. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Schreibt uns bitte auch wie immer gerne Feedback. Es gibt eine E-Mail in den Shownotes. Es gibt auch uns auf Instagram. Subground.music heißen wir da noch. Ich weiß nicht, ob wir uns irgendwann mal in Subground.talk umbenennen müssen, aber schreibt uns immer gerne Feedback. Wir machen das ja alle ehrenamtlich hier in dem kleinen Podcast-Team und da ist Lob, aber auch natürlich Feedback super, dass wir wissen, es hören Leute. Wir sehen natürlich immer so ein paar Zahlen, aber persönlicher Kontakt wäre schön. Anyway, deswegen lass uns doch mal vielleicht jetzt abbiegen, dass wir auch zeitnah ein bisschen Musik hier hören. Wir können danach, glaube ich, wir gehen danach nochmal so in Anekdoten rein und so. Ich finde auch immer Story schön, aber du hast ja jetzt, und da glaube ich, warten wir alle nur drauf, dass du nicht nur Musik aus deiner Schatzkiste auflegst, sondern vielleicht auch eigene Schätze produzierst und in die Schatztruhe reinlegen kannst. Hast mir verraten, das war ja noch nicht klar und das glaube ich noch nicht öffentlich, dass du jetzt ja eigene Tracks gebaut hast, die du auch bald releasen darfst, willst. Da erzähl doch mal gerne zu. Wir werden ja auch ein bisschen reinhören dürfen. Aber erzähl mal ein paar Worte. Ja, wann habe ich angefangen? Das war 2020. Da war ja der Lockdown. Ich saß in Thailand fest und ich habe einen guten Freund, Sören, der hat immer schon zu mir gesagt, so, wieso produzierst du eigentlich nicht? Und ich habe das immer abgelehnt, so, ja, nee, ich habe keine Zeit dafür. Ja. Ich habe eh schon so zu viel zu tun. Ja. Und ich glaube, in Wirklichkeit, das war halt so meine Ausrede, war es halt einfach Angst, von wegen, ich kann das nicht. Und auch so die Angst, da zu versagen und halt dieser Druck von außen. Ich kannte auch keine Frau, die produziert in meinem Umfeld und irgendwie, ich wusste halt schon, was beim Auflegen so abgegangen ist oder was man sich so anhören muss als Flinterperson und deswegen war dieser Schritt halt, ich war gehemmt, also so komplett deswegen. Und mega schade, dass es so sein muss, aber ist es leider, aber deswegen ist es ja umso schöner, wenn man halt Menschen hat, die einen halt ein bisschen schubsen müssen. Ja. Aber es ist gut, dass man diese Menschen hat um sich herum. Das ist sehr gut. Und er hat das nämlich erkannt und gesehen, dass da eigentlich eine andere Wahrheit hintersteckt. Und als dann ich in Thailand festsaß, weil mein Flug gestrichen wurde wegen Corona und so, hat er mich angerufen und meinte, so easy, jetzt hast du Zeit, du sitzt da jetzt fest, du hast jetzt nichts zu tun und jetzt bringe ich dir Ableton bei. Und dann hat er mir das über Webcam so die ersten Schritte gezeigt, hat mir meine Hausaufgaben aufgegeben. Das ist geil, ey, Shoutout an Sören, ja. Sehr gut. Liebe Grüße, danke dir nochmal für alles. Geil. Und so hat es dann gestartet. So, und irgendwann habe ich mich jetzt mit einem Kumpel zusammengetan. Den kenne ich schon viele Jahre. Der kommt eigentlich aus der Lofi-Hip-Hop-Szene. Der hat aber keine Lust mehr gehabt. Er hat immer noch Lust, diese Musik zu machen, aber er hatte Lust auf was Neues. Und ihn hat halt auch die Szene voll gecatcht. Und da haben wir uns dann beide zusammengetan und haben unseren ersten Track da gemacht. Geil. Es ist nicht der erste, sondern wir haben davor schon was gemacht. Aber wie es halt so ist, wenn man Anfänger ist, ich glaube, der erste Track hörte sich an, wie wenn man Melodie Techno bei Alibaba bestellt. Das war so der Witz, den wir mal gemacht haben. Auf Wish bestellt. Ja, das sagen ja auch viele, dass sie halt, also Podcast ist noch nicht raus von Holly North. Der kommt in 2 Tagen raus, von uns aus gesehen. Von euch aus gesehen war es dann vor 2 Wochen halt, die Zuhörerin zu Hause. Der meinte auch, er hat ultra viel einfach für die Festplatte nur produziert. Also bis er überhaupt dann auch was rausgekommen hat. Also ich glaube, das scheint der normale Weg zu sein, dass man da sehr viele Festplattenleichen irgendwann ansammelt. Aber anyways, ihr habt jetzt das erste Gold Piece, was raus darf, ja? Genau. Nice. Delirium heißt der Track. Ja. Und Release-Date gibt's noch nicht, aber es wird bei 3000 Grad rauskommen. Nice. Mein Gott, ja. Willst du noch was sagen, bevor wir reinhören zu dem Track? Ja, das Besondere noch an dem Track ist der Break. Stimmt. Weil da hat eine Freundin von Patrick, also mein Kumpel, mit dem ich den Track gemacht habe,
live eine Geige eingespielt. Also er hat ihr den Track gezeigt und sie hat dann auf Gehör dann sozusagen was eingespielt für uns. Geil. Anyway, dann hören wir rein, was? Ja, viel Spaß. Geil. Wir dürfen nur so ein kleines Snippet, ne, Leute? Aber das ganze Ding kommt ihr dann, ihr folgt einfach easy auf Instagram. Ist einfach nur Katzengold, ne? Oder ist da noch ein Unterscore? Katzen-Gold. So war's. Instagram einfach folgen, folgt ihr ja wahrscheinlich eh schon und dann kriegt ihr alles mit, alle Release Dates so. Also wir gehen damit rein. Kleiner Pre-Snippet für euch zu Hause. Snippet von Delirium. Hammergeil. Also es klingt nicht nach irgendwie ersten Versuch mal in Ableton was zu basteln. Das ist schon Das war ja auch nicht der erste Versuch. Nein, also ich meine, es ist ein würdiger Start in die Producerin-Phase von dir. Geil. Ich find's super. Ich habe schon so mir visuell vorgestellt, wie das dann auf dem Festival läuft. Und dann wurde auflegst diesen Sommer und dann... Hast du ihn schon testen können irgendwo? Ich habe ihn schon ab und zu mal getestet. Okay. Ja. Aber bis jetzt noch nicht auf einer Festivalbühne, sondern nur im Club. Und mal schauen. Ich bin schon am Überlegen, wann und wo. Ja, geil. Nice. Und also ab jetzt wird es regelmäßig irgendwann in den Abständen von dir auch Tracks geben. Ja? Genau. Ja, geil. Geil. So, diesen Sommer. Du hast ja noch einen zweiten Track. Ich würde sagen, machen wir so in vielleicht so 20 Minuten den nächsten. Aber was sind so diesen Sommer deine Highlights so an Gigs, wo du so unterwegs sein kannst? Festivalmäßig wahrscheinlich einiges. Ja. Ja. Aber wo du dich so drauf freust vielleicht. Also ich freue mich ja besonders immer auf die Festivalsaison, weil ich liebe es, draußen zu sein und die Stimmung und der Vibe. Und festivalmäßig bin ich natürlich wieder beim 3000 Grad. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ich spiele wieder auf der Utopia-Bühne. Und ich bin wieder bei meinen lieben Freunden vom Metier-Festival. Das ist auch ein ganz, ganz tolles, kleines, also was heißt klein, 3000 Menschen ungefähr. Ja, wo ist das überhaupt? Klingemühle, das ist so unter Frankfurt-Oder. Ah, ja. Man braucht auch nicht so lange hin von Berlin aus. Und das ist einfach so schön, was sie da aus diesem Ort schaffen. Also so viel Deko, so viel Liebe zum Detail und alles ist auch so ein bisschen verwinkelt und ich liebe ja so Festivals, wo man halt so rumlaufen kann und entdecken kann und so der Spieltrieb halt so ein bisschen angeregt wird, so da und dies und jenes und die setzen ja nicht nur auf Musik, sondern auch, es gibt eine Spielewiese und ganz witzig, viele kleine Sachen, die man sozusagen machen kann. Cool. Ja. Nice. Ja, und mein besonderes Highlight wird auf jeden Fall Bruch der Träume sein, also weil ich da schon immer
spielen wollte. Ja. Und diesen Sommer ist es soweit. Genau. Du darfst ja noch nicht sagen, wann und wo, aber ich kann schon mal sagen, Samstag spiele ich. Ich glaube, es ist eine ganz coole Bühne und ein ganz cooler Slot. Ne? Geil. Da werden wir ja dann bei dir mitgenommen werden auf Social Media sicherlich. Auf jeden Fall. Keine Eindrücke kriegen, geil. Warst du eigentlich mit 3000 Grad auch schon mal auf der Fusion? Ja, 2022 dürfte ich das erste Mal auf der Fusion spielen, auf dem Sonnendeck. Ich glaube, das war auch so der, von der Aufregung her, der krasseste Gig meines Lebens. Das also es war halt auch so ein Goal. Man hat ja so schon so Goals, natürlich als DJ, so Orte, wo man wenigstens einmal gespielt haben möchte. Ja. Und da stand auf jeden Fall Fusion ganz, ganz oben. Das glaube ich. Rauf, weil das ist halt so eine Ehre, da zu spielen. Und auch wenn man die Fusion sie liebt und also so klar erlebt hat, Jahre über, dann ist es halt so ein kleiner Traum. Und es stand halt, wie gesagt, auf meiner Liste, war aber so mal gucken, wann das erfüllt wird oder ob es überhaupt erfüllt wird. Und dann ist es auf einmal passiert und das war doch halt so ein Anruf. Ja, es war eine E-Mail diesmal von Steffi. Okay. Ja. Aber halt auch 3 Wochen vor der Fusion. Es tut uns es tut mir so leid, Easy. Wir hatten so viel zu tun gehabt und haben ganz vergessen, den Bescheid zu sagen. Also, wie ich vorhin sagte. Und ich bin wieder so aus einem Wolken gefallen und war so, oh mein Gott, ich spiele in 3 Wochen auf der Fusion. Oh mein Gott, ich spiele in 3 Wochen. Dann war ich auch irgendwie ganz froh drüber, dass ich nur 3 Wochen vorher Bescheid wusste, weil dann war ich nur 3 Wochen lang Frack. Also, oh nein, ja. Ich habe, glaube ich, auch mit Judith schon so Witze gemacht. Wir haben uns dann nämlich auf irgendeinem 3000 Grad Showcase gesehen und haben dann halt so gequatscht über, weil sie auch in einem Jahr spielen sollte auf dem Sonnendeck. Haben wir so Witze gemacht, weil sie auch so aufgeregt war, ob wir jetzt einen Kotzeimer in unseren Tech-Rider schreien lassen. Oh Gott. Perfekt, ja. Habt ihr aber nicht gebraucht, ne? Nee, zum Glück nicht. Und auch nicht aufgeschrieben wahrscheinlich. Nee, das war ja eher so ein Witz, aber ja. Ja, sweet. Und wie war's dann? Es war krass auf jeden Fall. Also ich stand da oben und dachte so, oh mein Gott, es sind so viele Menschen und krass und dachte mir so, okay, jetzt fängst du gleich an. Wie ist denn das? Wie groß ist denn das dann, das Sonnendeck für euch? Also es ist ja sicherlich eine bisschen größere Bühne, als jetzt eine DJ-Person braucht an Fläche. Wie groß ist die Bühne so? Weißt du das so? Ich glaube schon so 10 mal 20 Meter. Oder ich bin ganz schlecht krass, in Schätzen. Und da steht man dann halt alleine drauf? Oder sind auch Performance-Leute dann manchmal so irgendwie? Manchmal sind Performance-Leute, aber es kommt da, aber es kommt immer auf die Uhrzeit an. Ja. Und bei mir war jetzt keiner da. Und ich war wirklich so komplett alleine da oben auf dieser riesigen Bühne. Und dann ist hinter dir, ist dann fett irgendwie diese Deko-Front oder ist ja auch irgendwie ein Zelt, ne? Oder nee, so ein Zeltdach, ne? Das war dieses Utopia-Dach, ne? Ja, genau. Ja. Und dann links und rechts, wie viel Meter dann so Dekoration, ne, irgendwie. Und dann stehen vor einem tausende Leute irgendwie. Mhm. Crazy. Wie weit sind die weg von einem so, circa? Also, schon ein bisschen, also du bist schon erhöht und du bist schon ein paar Meter weit weg. Crazy, auf jeden Fall. Ist man da, ne? Naja. Aber es war halt wirklich, Sonnendeck ist halt auch so, die Tanzfläche ist schon breit, aber halt auch so ein bisschen schlauchmäßig. Ja. Und an der Seite sind halt die Bäume und ganz hinten ist halt die Bar. Ja. Und ich muss ja sagen, meine Musik passt am besten zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Okay. Weil ich mag halt diesen Switch von hell zu dunkel. Ja. Und ich habe halt wirklich von denen auch, was ich richtig lieb fand, einen Slot bekommen, wo halt die Sonne aufgegangen ist. Ach, und dann halt dieser Blick mit diesen Bäumen und dann, und dann geht die Sonne auf. Das, Hammer. Das war krasser Ausblick auf jeden Fall auch für mich. Also diese Visuals mit dieser Musik. Und ich glaube, beim letzten Track war ich auch so, okay, krass, das ist jetzt alles über die Bühne gegangen. Und wow. Kannst du dich noch an Tracks erinnern? Weil du ja vorhin auch meintest, dass du das selbst so genießt. Kannst du noch dich an Tracks erinnern, die du da gespielt hast, die dann so richtig den Moment irgendwie untermalt haben? Ich glaube, wo ich richtig Gänsehaut hatte, war, ich habe so einen Remix, ich weiß den genauen Namen jetzt nicht, aber so einen Remix gespielt, wo auch so ein Edit drin ist, also ein Pop-Edit von King of My Castle. Den Track habe ich halt damals auch richtig doll geliebt. Geil. Und da war ich auch so, okay, krass. Und ich mag ja auch so
Pop-Edits oder Musik-Edits aus so Vergangenheitssachen, also so, wo man zum Beispiel Kind war oder Teenager, ja. Weil ich spiele gerne damit, weil das kickt ja so nostalgiemäßig, ja. Und das heißt, du pushst da auch nochmal so Emotionen, ja, hoch, und das passt halt richtig gut dann rein. Geil. Weil das ist so mein Ziel, so Gefühle, Emotionen rauskitzeln aus den Leuten. Ja. Das fiel mir gerade ein. Was ist so dein Ziel? Also, klar, hast du jetzt ja schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer reingehen, die du so. Will ich dir jetzt nicht zuschreiben, aber glaube ich, hast du gesagt, so ein bisschen die musikalische Reise. Wo willst du denn die Leute so mit hinnehmen? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt in Worten gut beschreiben kann, aber. Ja, ich versuche schon, so einen roten Faden zu haben oder so ein Storytelling, dass ich so anfange und dann so immer weiter hochpushe und dann wieder runter und halt vor allem Gefühle, Melancholie auch, dieses Verträumte, ja, manchmal aber auch wieder Fröhliche, okay, hochzuholen. Also ich glaube, am meisten freue ich mich, weil ich dann das Ziel erreicht habe, wenn die Leute anfangen, die Augen zu schließen und zu tanzen. Ja. Okay, das ist, ja. Also check. Was mich auch schon sehr krass berührt hat, wo ich mir auch dachte, wow, krass, dankeschön, war, wo Leute zu mir gekommen sind und meinten, sie haben geheult am Ende, wow, und fanden das aber schön, weil das war ein schönes Gefühl halt, weil die Emotionen so krass, ja, gekickt haben. Und krass, ja, ich war dann selber überwältigt. Ich dachte, okay, krass, danke, dass du mir das erzählt hast. So. Wird alles einfach so raus, was irgendwie, ne? Ja. Will. Geil. Hast du dann auch deine Musik so nach Emotionen irgendwie sortiert? Oder also wie machst du das, dass du so Tracks dann dafür dir irgendwie zurechtbaust, also zurecht sortierst? Hast du das alles im Kopf, was du so für Tracks mit hast, oder bist du auch eher so die Person, die vorher schon mal so ein bisschen... Also ich sortiere schon viel, aber viele Sachen habe ich auch im Kopf. Mein Freund sagt immer zu mir, ich bin das wandelnde Shazam manchmal. Also habe halt in so in dem Genre, wo ich spiele. Ja. und ja, vieles ergibt sich aber auch. Also, dass du wirklich on the fly sagen kannst... Ich dachte, wir brauchen jetzt den Track Shazam kurz im Kopf, so heißt er. Ja, manchmal, also ich merke das immer bei Beat, deswegen mag ich auch mal B2B spielen mit Leuten, wo es passt, weil dann dieses die Person spielt einen Track und du direkt im Kopf weißt, du, oh, ich okay, weiß geil, jetzt so doll, so, der würde so gut passen, okay, auch geil, zum Vibe und alles. Und ja, geil, ja. Nice. Was sind noch so Momente für dich, so aus Gigs, die du schon so gespielt hast, wo du einfach irgendwie so richtig gemerkt hast, Hammer, hier hat alles irgendwie gestimmt, das war einfach genial, ob es jetzt nur für dich persönlich war, weil du da unbedingt mal spielen wolltest oder weil einfach mit den Leuten der Vibe so abging, vielleicht wo man es auch gar nicht erwartet hat, so einfach irgendwie mal so ein paar Anekdoten aus deinen letzten Jährchen so. Ich glaube, was auch ein richtig schöner Gig war auch das Lusiatia Festival, da hat Misty Creatures im Floor gemacht. Und ich habe halt auch Sonnenaufgang gespielt. Ja. Und die Nebelmaschine war richtig krass am Ballern und es war halt so dunkel. Und durch die Nebelmaschine habe ich die Leute gar nicht gesehen. Okay. Und dann habe ich ein Intro gespielt, also den ersten Track. Und war dann so, stehen da überhaupt Leute? Okay, weil es war nicht so gesehen, viel Nebel, ja. Weil ich es nicht gesehen habe. Und dann genau als der Drop, kurz bevor der Drop kam, kam so ein Windstoß und der Nebel war weg. Und auf einmal waren da richtig viele Leute. Und als der Drop kam, sind die voll ausgerastet und haben geschrien. Und ja, also die Leute haben mich richtig krass angegrinst und der Vibe war so schön und die waren so all in. Und das Set hat auch so Spaß gemacht und meine Freunde waren auch hinter mir, haben gedanced, okay, und hatten auch Spaß ihres Lebens gehabt. Geil. Und ja, da war der Vibe richtig, richtig toll auf jeden Fall. Da schaukelt sich ja dann auch so gegenseitig hoch, ne? Wenn die Crowd schon beim ersten Track so Bock hat, dann kriegt man ja auch immer viel, ja, mehr Lust irgendwie. Ne? Wie gesagt, es war so witzig halt dieser ich sehe erst nichts, und steht da überhaupt jemand und dann zack. Geil. Ja. Ja, und ich glaube, was noch krasser Gig für mich war, wo ich auch, glaube ich, am Ende geheult habe, aber das war halt im Zusammenhang mit, dass ich ins Label aufgenommen wurde von 3000 Grad, ja, und so. Das war der erste Gig beim 3000 Grad Festival. Dann, ja. Da dürfte ich ja die Utopia-Bühne closen am Samstag, also Samstag zu Sonntag. Ja. War halt auch morgens. Ist auch morgens, Slot. Ja. Die sind's, ne?
Genau, genau. Und habe ich auch, glaube ich, am Ende, als der Closing Track lief, habe ich richtig Tränen geweint. Ja, ich glaube, das hat man nicht gesehen, Gott sei Dank, weil ich so weit weg stand. Aber ich war halt so ein bisschen überwältigt von, was alles passiert ist und dass ich dann da stehen durfte und war einfach total glücklich darüber und überwältigt halt auch. Ja. Schön, das ist so sympathisch. Solche Tränen muss man auch nicht verstecken. Also. Geil. Sweet. Und diesen Sommer werden da wahrscheinlich viele neue Memories dazukommen. Ja. Hammer. Wo wir schon so emotional sind, wollen wir dann jetzt noch den zweiten Track direkt reinhauen? Ich habe noch so ein paar andere Sachen, wo wir drüber quatschen können, aber... Na dann. Du hast noch einen zweiten Track mitgebracht, der ist noch nicht fertig, richtig? Genau, der ist noch nicht fertig, aber fast. Fertig genug, dass wir reinhören dürfen. Genau. Also, Leute, ihr kriegt ja heute die völlige Dosis, ja. Insights, Unreleased Pieces hier. Aber da gibt es ja auch nochmal eine Geschichte zu dem genau. Song. Genau, der Track heißt Ernst. Das ist der Vorname von meinem lieben Opa, der leider jetzt Ende Januar gestorben ist, also dieses Jahres. Es war ein harter Moment für mich auf jeden Fall gewesen, weil er mich halt aufgezogen hat. Er war sozusagen wie mein Papa gewesen, der mich immer von der Schule abgeholt hat und mit mir halt sich um mich gekümmert hat. Und ja, deswegen war halt direkt eine Entscheidung für mich jetzt, wo ich produzieren kann. Ich will auf jeden Fall jeden Track widmen. So, ja. Das ist very sweet. Dann hören wir auch da rein. Viel Spaß. Track mit der Geschichte natürlich emotional intensiv war. Danke, dass wir reinhören durften. Dann freuen wir uns da auf die beiden Releases. Das von dem ersten Track wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, wobei... Musst du Stefan fragen. Stefan Zowski. Das werden wir rausfinden. Und ja, der zweite, das wird noch ein bisschen dauern sicherlich. Dann, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Okay, aber wenn man dich live sieht diesen Sommer... Kann man den wahrscheinlich hören, den einen oder anderen. Sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall, ja. Sweet. Nice. Coole Sachen erstmal schon mal wieder hier. Spannende Geschichte.
Du machst ja neben dem Auflegen auch noch andere Sachen in der Szene. Du hast ja, jetzt werde ich wahrscheinlich falsche Sachen erzählen, aber ich glaube, der Überbegriff ist, dass du dich ja im Rahmen von Femquency engagierst, ne? Genau. Das ist auch ein Kollektiv, wäre das richtige Wort? Oder? Genau. Okay, da kannst du ja gerne mal erzählen, erstmal, was das ist, Tolles, und was du da Besonderes machst. Ja, Femquency haben wir 2021 gegründet. Also ich, Fine und Alex. Alex und Fine legen auch auf, als Fauna und Schwiri. Und das Witzige war, das war eigentlich nicht geplant gewesen. 2021 dürfte Mittierfestival wegen Corona und noch einen anderen Grund wieder nicht stattfinden. Und das Mittierfestival hatte halt schon 2020 für die ganzen Kollektive und alle, die für das Festival arbeiten, ein Ferienlager organisiert. Also genau in der Woche, wo das Festival hätte stattfinden sollen, sind dann alle zusammengekommen und das war dann halt wirklich wie so ein kleines Ferienlager. Und da haben wir dann halt auch so einen Stundenplan gehabt mit so Workshops. Es gab so Workshops, die halt fürs Festival waren, so Inventur machen, Lampen bauen und halt natürlich auch Spaß. Workshops wie Bierbär spielen, Nachtwanderung haben wir gemacht und halt auch um den Zusammenhalt so ein bisschen zu stärken. Und die Mittierleute sind ganz, ganz tolle Menschen. Ich habe die super lieben gelernt und Fine und Alex kamen auf mich zu und hatten halt die Idee gehabt, dass wir einen DJ-Workshop geben, nur für Flinter-Personen. Und ob ich Bock hätte, da mitzumachen, weil wir uns nämlich halt viel ausgetauscht haben über, wie es so für uns war, auflegen zu lernen und DJ zu sein. Und haben halt auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Und deshalb sind sie auch beide auf mich zugekommen und haben mir halt gefragt, ob ich da Bock habe, mit einzusteigen. Und wie gesagt, das war halt so eigentlich nur, das war ja ein interner Kreis. Ja. Und es war einfach nur so aus Spaß, dass wir das machen wollten, weil wir Bock drauf hatten. Es war auch ganz witzig, weil ich habe in die Excel-Tabelle geguckt, da musste man nämlich eintragen, was man halt für Sachen braucht. Und da standen halt zwei CDJs drin, aber zum Beispiel kein Mixer, aber irgendwie drei Kisten Sekt. War ich auch so geil, ich habe Priorität noch übergesetzt. Ich habe dann den Mixer nochmal eingetragen. Zum Glück. Für den Workshop dann, oder? Ja, genau. Ja, okay. Ja. Wir haben auch die geile Lumba-Lab dann bekommen, weil am einen Abend haben wir bei dem Ferienlager mich auch immer einen Partyabend gemacht. Was ist Lumba-Lab? Lumba-Lab. Das ist eine Anlage, die ist ziemlich geil. Ah, okay. Für den. Ach so, warte, du hast. Die Workshop-Idee, dachte ich, kam bei diesem Ferienlager, aber da habt ihr das auch direkt gemacht, oder? Genau, wir haben einen Workshop gegeben, aber der war halt so spaßmäßig so für die internen Leute. Und darauf basieren kam dann. Und wir dachten halt, wir waren ja auch gespannt, wie viele überhaupt kommen. Ja. Ich glaube, wir waren insgesamt 150 Leute bei dem ganzen Ferienlager. Und wir dachten, es kommen vielleicht so 10, 15. Und auf einmal standen da 40 oder 50 Mädels. Und wir waren ein bisschen überfordert, waren so, okay, wow, krass. Und konnten natürlich nicht auf jeden eingehen, sondern mussten es halt so ein bisschen spartanischer machen. Haben dann auch erstmal so eine Rede gehalten, so von wegen, warum machen wir das überhaupt? Ja. Und was halt super schön war, war, eine Person hat dann immer Übergang gemacht und eine Person das gezeigt, ganz viele andere haben zugeschaut. Nice. Und der Rest, der gerade. Ein bisschen Broilerum-mäßig alle zusammen drum feiern. Genau. Und der Rest, der gerade nicht zugeschaut hat oder so, es hat sich halt überall schön verteilt, hat sich dann halt ausgetauscht. Und dann ist da halt so voll das Netzwerken, Austauschen entstanden. Und das war super, super schön. Am Ende haben wir uns dann auch alle umarmt und es wurde super emotional. Oh, crazy, ja. Es ist halt so ein richtig krasser Empowerment-Vibe entstanden. Also ich hatte wirklich richtig Tränen in den Augen. Ich dachte mir so, okay, was geht hier eigentlich gerade ab? Und dann haben die Mädels auch zu uns gesagt, bitte, bitte, führt das weiter, weil das war jetzt gerade so krass. Also ihr seid gerade an was dran, was super wichtig ist und das müsst ihr fortführen. Stark. Ja, und dann haben ich, Alex und Fien uns zusammengesetzt und waren eigentlich so, ey, wir haben so viel zu tun eigentlich. Wir haben gar keine Zeit, das zu machen. Ja. Was machen wir denn jetzt? Und haben dann aber auch gesagt so, ey, das war sowas Besonderes und sowas Krasses. Wir sind, glaube ich, gezwungen, das jetzt einfach weiterzumachen. Und dann haben wir uns halt zusammengetan, haben einen Namen gesucht und
haben den dann auch irgendwann gefunden und haben dann, glaube ich, auch, ich glaube, ein halbes Jahr später nach dem Ferienlager unser erstes offizielles Workshop gegeben, wo man auch ein Ticket dann kaufen konnte. Und okay, und diese Workshop-Reihe ist quasi Femkunst, ja? Genau. Geil. Der Name ist wirklich smart, also der ist cool gewählt. Und das macht ihr jetzt wie oft? Schon alle paar Monate. Wir schauen halt immer, wie viel Zeit wir haben, wer gerade kann. Und wir haben immer jemanden, der Workshop-Leitung macht. Ja. Denn natürlich eine Person, die sie assistiert damit, weil du bist ja super viel am Quatschen und musst auch mal auf Toilette und mal einfach, da braucht man auf jeden Fall Unterstützung ein bisschen. Quasi, das geht ja bestimmt auch ein paar Stunden dann. Ne? Genau, also, genau. Und das Besondere, was wir halt haben in unseren Workshops, dass wir das koppeln an Veranstaltungen, dass wir erst einen Workshop geben und dann der erste Slot sozusagen für die Femquency Workshop-Teilnehmerinnen ist. Direkt am gleichen Tag? Oder genau, also wir haben dann, ich glaube, 3 Stunden geht es im Schnitt der Workshop. Ja. Dann ist vielleicht eine kurze Pause von einer halben Stunde oder eine Stunde. Dann geht es direkt los. Und dann ist sozusagen ins kalte Wasser. Genau. Natürlich nicht, die Flinter-Personen werden natürlich nicht gezwungen oder so. Ja, wenn sie Lust haben. Sondern meistens ist es so, eine Person fängt an. Ja. Und dann trauen die anderen sich dann halt auch. So. Also es ist mehr so B2B2B2B-mäßig. Genau. Wie viel habt ihr mal beim Workshop? So? Wir hatten am Anfang 10, dann haben wir es nochmal hochgesetzt auf 15, haben gemerkt, das ist zu viel, weil dann kann man auch nicht mehr richtig auf jeden eingehen. Ja. Deswegen haben wir es jetzt so reduziert auf so 12 bis 10. Okay. Es kommt auch mal drauf an, wo der Workshop, wo wir den ausführen können und passen es dementsprechend an. Ja, krass. Habt ihr dann auch so 12 Setups? Wahrscheinlich nicht. Nee. So. Als wir im Ritter Butzke mal Workshop gegeben haben, hatten wir 2, weil da die Möglichkeiten auch bestanden. Ja. Aber das hat man halt nicht immer, deswegen muss man halt immer gucken. Ja, das auch alle irgendwie, ja klar. Das ist cool. Wenn man da jetzt Bock drauf hat auf die Workshops, ich meine, können wir verlinken, aber dann einfach über Instagram, habt ihr eine Seite? Oder? Genau, Instagram für Quincy. Perfekt, hauen wir auch in die Shownotes, sagt man ja, glaube ich. Und dann, geil. Was kostet so ein Workshop? Die Kosten muss man irgendwie nehmen, damit das so halt finanzierbar ist. Ne? Genau, also wir haben versucht, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, weil wir auch wollen, dass Personen mit wenig Einkommen auch die Möglichkeit haben, weil ja halt auch DJ-Equipment super teuer ist und so. Und es ist ja auch so ein Privileg, ob man das machen kann oder nicht. Und deswegen wollten wir die Kosten so gering halt wie möglich. Ich glaube, wir sind gerade so bei 70 oder 60 Euro. Ja. Aber wenn man so vergleicht, es gibt andere Workshops, da zahlst du 250 oder hunderte von Euro für so 2 Stunden. Das ist halt super wichtig. Wenn ihr euch Tickets holen würdet, müsst ihr nur schnell sein. Ja. Also mittlerweile, wir freuen uns auch mega drüber, dass wir echt mittlerweile nach so 2 Stunden schon ausverkauft sind. Ist so, ja. Geil. Nice. Herr Hammer, das Projekt, das müssen wir nachher nochmal so drüber reden. Das klingt nach was Unterstützenswertem. Geil. Und was hast du so schon irgendwie tolle Geschichten, die dann so daraus entstehen, die Leute, die dann dabei sind? Also wie klappen so die Gigs? Wie klappen diese ersten direkt ins kalte Wasser geworfen werden Auftritte? Die sind ja nicht alleine. Ja, also wir stehen ja ihr da. Ihr seid dann schon auch dabei, ja. Genau, wir sind da als Unterstützung, aber wir lassen die machen, sagen, ey, ihr sagt, wenn wir eingreifen sollen und euch helfen sollen, aber wir stehen halt unterstützungsmäßig daneben auf jeden Fall. Tanzend. Genau. Guter Laune. Supportend. Geil. Es ist halt auch super schön, weil alle TeilnehmerInnen dann auch halt auf der Tanzfläche sind und bei jedem gelungenen Übergang halt auch jubeln und supporten. Das ist dann halt auch, das ist super empowernd und dann hat man auch Bock weiterzumachen halt auch. So. Und wir haben jetzt auch bei mit dir, wir haben da einen Floor, den wir komplett hosten, wo die liebe Jerry alles organisiert und das Booking auch macht. Und wir haben jetzt 2 ehemalige Workshop-Teilnehmerinnen, die jetzt einen Gig haben. Geil. Und das macht uns halt super, super stolz und es ist halt auch super schön. Also ich habe jetzt auch öfter gehabt, dass ich irgendwo gespielt habe und jemand zu mir kam, ey, ich war beim Workshop von dir und es war so toll, darf ich dir einen Shot ausgeben, um mich zu bedanken. Und
selbst Partner kommen zu mir, meine Freundin hat bei dir einen Workshop gemacht, die war so begeistert und danke, dass du das gemacht hast. Geil. Und das ist halt super schön zu hören und macht einen auch mega happy und dann weiß man auch, wofür man das macht. So. Geil. Ach, schön. Ihr macht das ja wahrscheinlich viel ehrenamtlich daran, ne? Also am Anfang war es super viel ehrenamtlich. Ja. Mittlerweile versuchen wir auch angemessen zu zahlen. Ja. Zum Glück wurden wir vom Verein von Medea viel unterstützt. Gerade der Staat muss ja irgendwie finanzierbar sein und ja. Okay. So, dass ihr davon auch ein bisschen was habt, die ganze Zeit hier reinsteckt quasi. Genau, also viel wird ehrenamtlich gemacht. Ja, da sind wir auch sehr dankbar für die Leute, die da wirklich Bock haben, Zeit und so reinzustecken. Aber wir versuchen auch, so gut es geht, eine entsprechende, also angemessene Bezahlung zu geben. Geil. Nice. Also, verlinken wir, wenn ihr Bock habt auf neue DJ-Workshops, dann Ticket holen. Macht ihr es nur in Berlin? Momentan ja, aber wir haben jetzt auch die liebe Ella zum Beispiel auch dabei, die lebt in Hamburg und die versucht jetzt auch, das so in Hamburg zu etablieren. Also das ist halt alles noch in Arbeit auf jeden Fall. Aber cool ist. Genau. Ja, geil. Sweet. Jo, jetzt haben wir ja schon viel von meinem kleinen Spickzettel hier abgequatscht. Lebst du mittlerweile vom Auflegen eigentlich? Ich weiß ja, du studierst noch nebenbei. Das hört man ja auch immer wieder in einem Podcast hier, dass ihr nebenbei auf jeden Fall oft noch was euch so als Backup-mäßiges aufbaut. Aber studierst du dann eher so, um das halt als Plan B zu haben? Ich meine, vor ein paar Jahren haben wir alle gemerkt, macht Sinn, auch noch einen Plan B zu haben in der Eventbranche? Oder willst du auch so Rausch, was hat er das ja erzählt, er will sogar so zwei Sachen immer als Arbeitsleben haben, um das so als Ausgleich zu haben. Aber wie ist das bei dir? Als ich angefangen habe zu studieren, war ja nicht, also ich habe ja nicht angefangen aufzulegen. Das war ja eigentlich ein Hobby von mir und ich bin nicht gestartet mit der Intention, ich werde jetzt damit Geld verdienen und voll die krasse DJ-Karriere hinlegen. Das war ja nie geplant. Ich bin halt mega dankbar, wie es jetzt so gekommen ist alles und bin auch mega happy darüber und finde es auch super schön, dass ich jetzt gerade mich damit auch finanzieren kann. Also vorher hatte ich halt einen Studienkredit, den habe ich jetzt nicht mehr nötig und super, ja. Freue mich aber auch, wenn ich jetzt nächstes Jahr fertig bin und dann halt meinen Job in der Woche für ein paar Tage ausüben kann. Okay, also hast du auch vor. Genau, weil ich will nicht diesen Druck haben, finanziell abhängig davon zu sein, weil Corona allein hat ja gezeigt, wie schnell von 100 auf 0, ne? Genau. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel auch gemerkt, wie viele Veranstaltungen es nicht mehr gibt, wie viele Festivals es nicht mehr gibt. Ich wollte mich bei ein paar Festivals bewerben für dieses Jahr und die existieren gar nicht mehr, die mussten aufhören. Ja. Man merkt jetzt halt wirklich die Konsequenzen von Corona, von der Inflation und der Szene geht super, super schlecht. Plus, wie auch schon Rausch, was ihr meinte, gerade ist halt eine andere Musikrichtung mehr im Trend, nämlich schneller Techno und Trance. Und da gibt es halt super viele Veranstaltungen, die gut laufen, weil da halt die jungen Leute hingehen. Und viele andere haben halt gerade sehr zu kämpfen. Und natürlich macht es dann halt auch Existenzängste bei vielen, auch bei Künstlern. Und deswegen will ich das halt nicht. Ich möchte das halt nicht. Das verstehe ich voll. Es soll ja Spaß machen. Deswegen hast du ja angefangen damit, ne? Genau. Ja. Es soll Spaß machen und ich will nicht abhängig sein davon, weil das macht dann auch so einen Druck auf die Musik und dann machst du das halt auch aus anderen Gründen als deshalb, spielt man vielleicht doch nochmal einen Track mehr, der jetzt irgendwie besser ankommt oder so oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, das jetzt nicht, aber dass man halt Gigs annimmt, die man nicht machen möchte oder halt einfach sehr viel Dinge macht, um irgendwie gebucht zu werden und Druck ausübt und ja. Check ich. Ja, sweet. Willst du sagen, was machst du eigentlich nochmal als Studium? Oder? Ich habe einen Bachelor in Landschaftsarchitektur und jetzt mache ich gerade einen Master. Ja, nice. Und was ist dann der Job nochmal? Wir hatten so ein Telefon letztens, ich erinnere mich langsam, aber dann entwirft man einfach geile landschaftsarchitektonische Projekte, heißt das so? Ja, genau. Ich hätte Bock, zum Beispiel das Tempelhofer Feld zu managen oder eine geile Parkanlage und dazu sorgen, dass da coole Sachen passieren und menschenfreundliche Parks.
Ja, nicht genau. So Bänke, auf denen es unbequem ist zu schlafen und so. Ne? Ja, oder so Steinwüsten. Ne? Es gibt auch so Architektur, ich habe dann die illusionale Architektur, die ist dann so, das sind so Bänke, wo dann zum Beispiel obdachlose Menschen nicht liegen können, ja, und so. Das ist ganz schrecklich, was es so teilweise gibt. Das ist und krass, ne? Das wird es auf jeden Fall auch nicht. Also da, nicht in den Parks, wo du die da stelle ich mich dann komplett quer und denke mir so, das ist menschenfeindlich, auf gar keinen Fall. Das ist krank, ne? Also, egal, wenn wir da jetzt weiter drüber reden, landen wir bei der Wahl von gestern und dann kriegen wir hier ganz schlechte Laune. Also, aber cool, dass du da auch so den, dann hast du wenigstens so die Safety von dem Job und kannst dann Musik weiter noch Spaß machen. Ich finde, es also hat sich heute auch nochmal viel krasser herausgestellt. Natürlich, wenn man dir zuguckt beim Auflegen, sieht man auch, dass du da viel Freude hast. Aber wie leidenschaftlich du das Ganze machst und Spaß da hast und auch diese Musikschatzkiste mit dir mitträgst aus deinen vielen Jahren sammeln. Sehr, sehr cool. Mein Zettel ist erschöpft. Hast du noch irgendwie vielleicht Themen mitgebracht, wo du Bock hast, nochmal drüber zu quatschen in unserem Podcast oder irgendwelche vielleicht Geschichten, die dir noch eingefallen sind, wo du sagst, hey, das ist nochmal spannend oder sagst du, wir haben restlos alles ausgeschöpft. Also mir fällt gerade noch nicht so was ein. Ja. Es ist, wie gesagt, immer noch Montag. Montag ist ja gar kein Problem. Ja. Nein, das ist ja alles cool. Wir haben ja auch viele, viele tolle Geschichten schon gehabt. Dann würde ich sagen, packen wir es, lassen wir es dabei. Ich bedanke mich ganz doll, dass du dabei warst. Dass wir vor allem in deine zwei neuen ersten Tracks, die rauskommen werden, reinhauen durften. Freue ich mich aufs Release. Ich freue mich aufs Tanzen hoffentlich bei Sonnenuntergang oder Aufgang zu deinen Sets dieses Jahr im Sommer. Also spätestens auf den 3000 Grad werde ich es schaffen. Ansonsten musst du noch mal, oder ich gucke einfach nach, wo du noch so unterwegs bist. Ja, Mystic Creature, das ist im September. Das ist auch, das sind auch von Freunden von mir. Ja, wann? Im September. Und letztes Jahr war da Bombenwetter und die Location ist auch Bombe. Also, hast du das Datum im Kopf? Das war, glaube ich, 6. bis 9. 9. irgendwie so. Das wollte ich. Okay. Kleiner Geheimtipp. Check. Dann wird das vielleicht noch der Ausflug. Geil. Hammer. Also, danke dir, dass du dabei warst. Und dann hoffe ich, euch zu Hause hat die Folge Spaß gemacht. Schreibt uns gerne Feedback. Und bis bald. Danke dir. Danke euch. Tschüss. Das war sie, unsere Folge Nummer 10 mit Isabel aka Katzengold. Ich danke dir, Easy, dass du mit dabei warst und ich sehne mich diesen Sommer sehr, bei einem deiner Gigs von dir zu feiern und zu tanzen im Sonnenauf- oder Untergang. Danke wie immer auch euch hinter den Kopfhörern, Boxen oder Autoradios fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer ist es für uns das Wichtigste, wenn ihr durch dieses Format mehr von den Personen erfahren könnt, die euch seit kurzem oder vielleicht schon ganz lange in der Szene mit ihrer Musik oder Arbeit beglücken. Natürlich hilft es auch unserem Podcast, ihr wisst es, in der App eurer Wahl, Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud etc. Je nach Plattform, was dort geht, Follow, Sterne, Bewertungen, Likes oder Kommentare dazulassen. Oder ganz einfach diesen Podcast euren Partyfriends weiter zu empfehlen. Schreibt uns natürlich gerne direktes Feedback, ist für uns super wertvoll. Auf Insta oder per Mail findet ihr beides in der Folgenbeschreibung, wo ihr auch alle weiteren Infos zur Folge findet und Links, die wir irgendwie erwähnt haben. Ich danke wie immer meinem sechsköpfigen Team für Support bei Recherche und Postproduktion sowie der Organisation. Dieses Projekt ist rein ehrenamtliches Teamwork, also an euch wie immer danke, 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 danke. Nun aber euch Zuhörenden weiterhin einen tollen Sommerstart, allen, die ein Ticket oder vielleicht dort arbeiten, supporten, eine wunderbare Fusion und wie immer euch allen eine tolle Zeit mit schöner Musik und euren Liebsten. Wir sehen uns in 2 Wochen, besser gesagt, wir hören uns. Ciao, ciao.